Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns wieder mit unserer Solar System Legacy Challenge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe die letzte Woche tatsächlich gar nicht so viel gemacht, wie ich gerne machen hätte wollen in diesem Jahr. Also es kam, glaube ich, eine Folge. Ich weiß gar nicht, kam letzte Woche überhaupt eine Folge. Es war einfach so unnormal warm, dass ich nicht dazu gekommen bin, aufzunehmen. Also ich wäre zeitlich schon dazu gekommen, aber es war halt zu warm und der Computer heizt das ganze Zimmer noch mehr auf und das war echt unerträglich. Und deswegen jetzt ohne. Und wir schauen jetzt mal, was heute hier so Wunderschönes ansteht. Ja, gut. Genau. Du lässt den Teller hier unten. Ich räume den für dich weg. Ich mache das gerne. Du kannst sehr, sehr gerne einfach auf Toilette gehen. Und ah, guck mal. Ja, Arbeit erledigt. Wir arbeiten, würde ich sagen, wieder von zu Hause aus. Das ist einfach zurzeit am entspanntesten. Ich werde auch gleich mit ihrem Buch lesen, weil wir brauchen das als Voraussetzung, um die nächste Beförderung zu halten. Und so wie es aussieht, können wir bald befördert werden. Hier ist irgendjemand schwanger. Ich will gucken, wer hier schwanger ist. Wer bist du? Du bist Jupiter. Nein, doch. Nee, Juniper. Nee, wie heißt du? Juniper, doch. Groove. Kenne ich gar nicht. Nie gehört, nie gesehen, aber freut mich, dass du hier bist. Genau, er kennt das Liebe teilen, siehe 2 Stunden lang diesen Liebeskanal. Okay, gut, aber ich würde sagen, sie liest jetzt erstmal schnell diesen Liebesroman und ja, dann werden wir dann den Rest in die Wege leiten. Ach, hier kann man bereisen. Ach, das ist sehr cool. Dann kommen die ja wirklich alle und reisen von hier einfach. Ist irgendwie fancy. Okay, dann lasse ich sie jetzt erstmal in Ruhe schnell ihr Buch lesen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal auf ein neues Date gehen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Arbeitssachen, weil die sind wichtig. Wir brauchen Geld. Okay, wir mussten ihn nicht mal durchlesen, sondern nur zur Hälfte lesen anscheinend. Und genau, dann schauen wir jetzt noch schnell den Kanal für 2 Stunden. Okay, wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay, dann gucken wir nochmal auf unsere wundervolle Amos Egg App. Und wir können die bestimmt wieder aktualisieren. Die Matches, ja. Und dann gucken wir nochmal, ob wir vielleicht noch jemanden finden, der passt. Ich meine, Johnny Schwarz ist, glaub ich, gerade ganz oben bei uns. Aber vielleicht finden wir noch wen anders. Okay, wir haben einmal Gavin. Dann haben wir Marcel. Dann haben wir Rocky. Wir haben Wolfgang. Wir haben Matthew. Wir haben Ingo. Er ist ehrgeizig. Und wir haben Dominik. Okay, also wir hätten Ingo rein theoretisch. Er ist ehrgeizig, das findet sie gut. Wir haben Marcel, er ist gut, das findet sie gut. Und wir haben Gavin, er ist ordentlich, das findet sie auch gut. Ja, dann weiß nicht, Gavin ist ganz vorne, dann treffen wir uns erstmal mit Gavin, oder? Und gucken mal, was da so läuft, ob da was läuft, ob da nichts läuft. Wir schauen uns das einfach mal an. Und, wo ist er denn jetzt, der Gute? Ich habe vergessen, ihn zu meinen Kontakten hinzuzufügen. Upsi. Gut, bevor wir uns mit denen treffen, sollten wir aber vielleicht einfach ganz normal mit ihm plaudern. Genau, und zwar, ich würde sagen, erstmal plaudern, über Interessen reden und dann können wir ihn nochmal kennenlernen. Mal gucken, was passiert, wenn sie dann das nächste Merkmal von ihm kennt. Er ist kreativ. Okay. Sie fühlt sich jetzt aber nicht krasser von ihnen angezogen als normal. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das erstmal sein und schauen uns mal den nächsten an. So, wen hatten wir denn noch? Wir hatten noch Marcel. Mal gucken. Vielleicht findet sie ja schon jemanden, den sie allein nur von den Eigenschaften super attraktiv findet. Ah, hier fühlt sie jetzt gar nicht mehr angezogen, okay. Bücherwurm. Ja, gut, aber. Attraktivität kommt jetzt da für sie irgendwie leider gar nicht durch. Deswegen, ja, wir haben jetzt mit denen geplaudert, das reicht dann noch, würde ich sagen. Und dann war hier da noch irgendjemand, Ingo, genau, Ingo. Und Ingo führen wir dann auch noch. Warte mal, Matt war ja gar nichts für uns. Können wir löschen, können wir löschen. Johnny lassen wir mal noch bei Johnny. Ich bin irgendwie Fan von Johnny. Mal gucken, was da noch draus wird. Okay, er ist ein Recycling-Fan. Ja, an sich ist jetzt auch nicht mehr mit Anziehung da. Außer so eine ganz normale. Ich meine, wir können ja nochmal in so verschiedene Häuser reingehen. Ich meine, ich habe teilweise so richtige WGs platziert mit so sehr, sehr vielen Single-Sims, die wir uns mal anschauen könnten. Boah, irgendwie, ich mag das Dating-Zeug, aber ich finde es auch irgendwie nice, wenn wir dann irgendwann
Wieso haben eigentlich so viele Pferde? Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Irgendwie haben voll viele meiner Sim, also diese Haushalte, die hat sich Pferde geholt. Okay, jetzt ist das ja nur ein Beispiel. So, Azus Springs. Ich meine, wir waren ja schon mal in Willow Creek. Ich muss nur noch mal kurz gucken. Hier wohnt eine Familie. So, genau, die haben wir besucht. Hier haben sich auch einiges verändert. Ich meine, hier wohnen noch Liberty und Summer. Okay, und dieser andere Typ ist weggezogen. Ich meine, hier wohnen, glaube ich, auch ein paar Singles. Hannah und Markus und Gracie, ja. Ich meine, ihn haben wir schon kennengelernt. Der war jetzt auch nicht so. Was haben wir hier hinten noch? Ich glaube, das war aber ein Pärchen jeweils. Das lohnt sich nicht. Das ist eine Familie. Das sind die Pancakes. Und das ist auch eine einzelne Mutter mit ihrem Kind. Ja, wisst ihr was? Wir gehen mal hier hingucken. Vielleicht, wenn wir dort fündig. Ich meine, manchmal muss man auch die Initiative ergreifen, wenn man auf den Dating-Apps keinen findet. Einfach mal bei fremden Leuten an die Haustür klopfen. Warum denn auch nicht? Wir gehen uns einfach mal direkt kokett vorstellen. Ich meine, sie ist gerade in keiner Beziehung. Das heißt, wir können uns auch kokett vorstellen. Okay, die sind zusammen. Oh ja, die sind zusammen. Das war mein Fehler. Er konnte doch nichts dafür, wenn wir ihn so kokett von der Seite anmachen. Hoppala. Es tut mir wirklich leid. Aber er müsste. Er hier ist Single? Maybe Tanner? Ist Tanner Single? Es tut mir so leid, dass ich jetzt deine Beziehung kaputt gemacht habe. Kam das gut an? Oh, das gibt ja einen richtigen Romantik-Boost. Naja, jetzt den ersten Kuss gleich erleben ist vielleicht ein bisschen zu früh. Oh, sie ist jetzt halt richtig sauer. Ich kann es verstehen und es tut mir echt leid. Und sie fühlt sich angezogen. Familienbewusst. Oh, wir sind auch familienbewusst, oder? Ja. Okay, das geht schnell. Das geht schnell. Mark ruft uns an. Hey, ja, bitte sag zu. Das könnte gut werden. Ich bin optimistisch. Smalltalk, wir direkt weiter kennenlernen, bitte. Direkt weiter kennenlernen. Er ist aktiv, okay. Nach Karriere fragen. Und dann nochmal direkt weiter kennenlernen. Oh, jetzt sind wir neutral, verdammt. Also, was arbeitest du denn? Er ist arbeitslos, okay. Also anscheinend liegt es an dem Arbeitslossein, dass sie das jetzt so nicht so gut fand. Aber das kann man ja alles eigentlich ändern. Wieso haben die eigentlich nie Jobs, die Sims? Nach Lieblingsfarbe fragen, er ist ein Bro. Ob sie das jetzt wieder so anziehend findet, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin vom Johnny Tan Girl zum Tanner Fangirl geworden. Magst du lebhafte Sims? Lebhafte Sims? Ja, warum nicht? Boah, es tut mir halt voll leid. Das war nicht mit Absicht. Das habe ich eine Beziehung kaputt gemacht. Das war nicht mal mein Plan. Ich schwöre, es war nicht mein Plan. Wollen wir einfach Tanner auserwählen, erstmals unser nächstes Opfer? Unattraktiv Geschenke machen, Techte Mächte mag er nicht, okay. Warte, Erkenntnis zur Liebe teilen sollten wir noch machen, oder? Dann können wir das gleich mit abhaken. Das habe ich jetzt nämlich ehrlich gesagt tatsächlich leider vergessen. Mädchen-Technologiefähigkeit sind für Humor, rationale Sims, lebhafte Sims, sehr begabte Sims und Naturliebhaber mag er nicht, okay? Okay, mich interessiert es jetzt doch mal. Nach Grad der Anziehung fragen. Wir könnten ihn raten, seinen Traumjob aufzunehmen. Vielleicht findet sie ihn ja wieder attraktiv, sobald er einen Job hat. Anziehung, ich schätze, du bist in Ordnung. Okay, ihr findet uns in Ordnung. Und jemand hat das für richtig ekelhaftes gekocht, ja. Okay, vielleicht nimmt er ja einen Job an. Dann warten wir, bis er einen Job hat und vielleicht. Und vielleicht wird das ja danach dann wieder was. Ist schon ein hübscher Sim, muss man sagen. Aufpolierte Marke, er mag orangefarbene Haare nicht, weiße Haare, den Modestil Rocker. Okay. Okay, und gruselige Musik mag er nicht. Wir fragen ihn erstmal, ob er Single ist. Bevor noch irgendwas weiter passiert. Kann ich mich hier irgendwie entschuldigen?
Tut mir wirklich leid, was da gerade passiert ist. Okay. Ruf mich an, sobald du einen Job hast. Und dann gucken wir dann nochmal wegen der Attraktivität nach, okay? Aber ich würde sagen, für uns geht es jetzt erstmal weiter in den nächsten Haushalt. Weil wir müssen... Ich weiß gar nicht, wann haben wir uns denn von Dingsda-Bumster getrennt? War das Sonntag oder war das Montag? Also bis dahin brauchen wir auf jeden Fall wieder eine neue Beziehung, weil sie darf ja nicht länger als eine Woche Single sein. Das heißt, wir haben langsam schon ein bisschen Druck. Hier, guck mal, die haben auch ein Pferd. Okay, das hier sind aber so Familien. Guck mal, Hotman-Dating-App. Das. Lass uns mal zu den Hotman-Dating-App-Haushalt reisen. Weil da sind sehr viele Hotman, die wir daten können vielleicht. Mal gucken. Wir schauen mal. Also die Hotman haben auf jeden Fall ein wunderschönes Haus. Guck mal, hier steht direkt einer draußen und grillt. Sage Forest. Aber der ist berühmt. Den können wir uns nicht vorstellen. Was bist du? Den kennen wir sogar schon. Woher kennen wir dich denn? Chester French. Keine Ahnung. Ach, guck mal, hier schwimmt auch jemand. Kennen wir dich schon? Ja, den kennen wir auch schon. Wie kennen wir die denn alle? Entweder schon mal getroffen oder das waren die Typen aus dem Wellnessstudio. Oder ja, das waren die Typen aus dem Wellnessstudio, aber das war jetzt auch nicht so das Wahre. So, warte mal. Irgendjemand, den wir hier noch nicht. Ach, guck mal, du. Den kennen wir noch nicht. Freundschaftlich vorstellen. Komm. Den guten Ravel. Heißt du Ravel? Hör mal auf, dich zu bewegen. Ich kann deinen Namen nicht ordentlich lesen. So, dann erzähl doch mal was über dich. Was hast denn du so für Eigenschaften? Wir fragen am besten nicht nach dem Job, weil das findet sie dann definitiv wieder unattraktiv. Wir offenbaren einfach mal direkt unsere Marotten. Und lernen ihn dann noch weiter kennen. Nach Lieblingshaube fragen, das kann man auf jeden Fall tun. Okay, er ist auf jeden Fall aktiv. Immer schon weiter kennenlernen. Was haben wir denn hier drüben noch? Den kennen wir auch schon. Okay, das ist ein Megastar. Das können wir vergessen. Mit dem können wir erst gar nicht reden. Und das ist auch ein Star. Kochen. Auch kochen finde ich sympathisch. Wieso haben wir eigentlich nicht, dass wir kochen? Ach nee, er mag, glaube ich, kochen. Oh Gott. Okay, sie fühlt sich jetzt angezogen. Was wir immer noch nicht gemacht haben, ist dieses Romantiktherapeuten-Ding, das wir, aber das hat vorhin einfach abgebrochen. Okay, er ist ordentlich. Ordentlich findet sie gut. Ordentlich finde ich an sich auch nicht schlecht. Er ist treu. Ordentlich aktiv treu sind doch gute Merkmale. Ich probiere es nochmal. Wenn wir jetzt nach der Karriere fragen und er wird uns sagen, dass er arbeitslos ist, finden wir das dann wieder richtig doof, oder? Ja. Obwohl, nee, hier leidet die Attraktivität nicht. Nach wie vor angezogen. Okay. Dann lag es anscheinend doch an was anderem. Mach mal ein Kompliment über das Outfit. Wir fragen immer nach seinen ganzen Abneigungen oder Anziehungen. Und ob er Single ist. Das ist vielleicht auch eine ganz, ganz wichtige Information, die wir haben sollten. Okay, würde sie so keinen Romantikstil angezogen. Aber kennen wir dich schon? Nee, Kent kennen wir auch noch nicht. Also mit Kent könnten wir rein theoretisch auch noch mal reden. Ravil. Ich weiß nicht mal, wie ich den Namen aussprechen soll. Er findet vergebene Sims unattraktiv. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Er ist Single. Alles gute Sachen. Sag mal, hier ist eine Toilette. Geh da mal hin. Oh, er muss auch mal aufs Klo. Sorry, jetzt habe ich dich vielleicht davon abgehalten. Wo ist denn jetzt dieser eine Typin, den ich gerade noch gesehen habe? Die haben übrigens ein echt schönes Haus. Ich habe euch da ein echt schickes Haus platziert. Das ist schon übel spät. Ich habe heute wieder den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer nach Männern gesucht. Das kann ja so nichts werden. Okay, er stinkt doch sehr, 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 sehr dolle. Boah, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Was sollen wir denn machen? Vielleicht ist er nicht schlecht. Vielleicht ist Johnny aber auch schon gar nicht schlecht. Wir hatten auch diesen Fruchtdings hier. Können wir den irgendwie trinken? Mit jemandem zusammen? Ja, okay, man kann den einfach nur so alleine trinken. Na gut, dann lasse ich den die restliche Flasche hier. Ich glaube, man kann vielleicht irgendwie damit zusammen anstoßen oder so. Guck mal, jetzt hat er auch gut. Der sieht aber eigentlich auch ganz cute aus. Er hat nicht schlafen. Ich kann ihn nochmal kennenlernen. Vielleicht erfahren wir noch irgendwas, was wir noch nicht wissen.
Okay, wir fragen mal nach der körperlichen Anziehung noch und ja, ich glaube, das war es. Nach romantischen Interessenfragen vielleicht noch. Graue Haare mag er, braune Kleidung, pinke Kleidung, pinke Haare und violette Kleidung mag er nicht. Okay, er probiert ein paar Sachen aus. Also einfach diese Standardeinstellungen. Mal ein Kompliment über das Outfit machen. Und weiß nicht, vielleicht können wir es ja mal probieren. Wieso ist das eigentlich hier drin so hell in der Wohnung? Sieht so überlichtet aus. Okay, er geht pennen. Na dann. Dann gehen wir nach Hause. Und vielleicht können wir dann noch ein kleines Date morgen haben mit ihm. Das wäre ja ganz nett. Wieso sind ja jetzt Ingo und Marcel vor meiner Tür? Wir gehen mal schnell rein. Wir haben die nicht gesehen. Das war so irgendwie gruselig. Okay, du kannst dir erstmal was zu essen nehmen gehen und dann geht's ins Bettchen. Wir wurden befördert oder Leona wurde befördert. Wir arbeiten wieder von zu Hause aus. Das ist sehr cool. Und wir haben Gewitter und Regen. Ist das schön. Ich bin so neidisch. Ich hätte das so gerne in Real Life. Leona wurde befördert und ist jetzt Schlichtungstalent. Sie verdient jetzt 14 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 48 Simoleons pro Stunde ergibt. Das ist tatsächlich schon ziemlich gut. Wir haben einen Bonus von 440 erhalten und die nächste Schicht beginnt am Donnerstag um 9 Uhr. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Jetzt sind wir Stufe 3. Na, dann wird es vielleicht mal langsam was nach und nach mit dem Geld hier. Dani ruft an. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Tanner Welch angefreundet hast. Ja, wir haben uns mit ziemlich vielen Gästen wieder angefreundet, aber wir schauen erstmal, was wird. Mark ruft an. Hörst du dich, dass wir über Dings. Ja. Schön, dass ihr ein nettes Date hattet. Das freut mich. Oh mein Gott, Johnny steht vor unserer Tür. Johnny steht vor unserer Tür. Reinbitten. Wir haben jetzt noch nicht gar nichts, aber wir haben eine Stunde geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Johnny besucht uns. Das ist ja sehr nett. Naomi, schön, dass ich störe. Nein, wir spenden ganz bestimmt keine 1000 Simoleons. Wir müssen für unser Traumhaus dann sparen, was wir uns dann irgendwann kaufen werden. Johnny plaudern. Oh, sie fühlt sich stark angezogen. Leute, wir haben unseren Guy gefunden. Wir. Endlich! Was war jetzt die Änderung, dass er sich jetzt stark angezogen fühlt? Was ist passiert? Ups. Nein. Nein, das ist die falsche Einstellung. Das hier wollte ich. Ich finde es cool, dass ihr ihn so gut findet. So, wir könnten dann ja rein theoretisch noch ein Date haben, oder? Er fühlt sich gerade ein bisschen unwohl, was ich schade finde. Um Verabredung bitten. Wir bitten jetzt, würde ich sagen, erstmal eine ganz klassische Verabredung. Und da ist jetzt, wieso ist das negativ bei Ihnen? Irgendwie geht diese Dings runter. Habe ich das schon neu platziert, diesen Beach hier? Es kann sein. Wir gehen mal nach Solani ein bisschen an den Strand. Ich glaube, das ist ganz cool. Und dann können wir dort einen schönen Tag haben. Wir vergessen jetzt einfach unsere arbeitlichen Pflichten, weil wir haben einen Sim, den wir attraktiv finden. Stark attraktiv finden, beziehungsweise den Leona stark attraktiv findet. Ach so, was mochte er? Ach so, das wäre vielleicht mal ganz interessant. Warte mal. Mochte er irgendwelche bestimmten Sachen nicht? Er ist unzufrieden. Das ist natürlich blöd. Warum ist er unzufrieden? Okay, irgendwie, warum ist er unzufrieden? Wir fragen nochmal nach Romantikstilanziehung und nach Persönlichkeitsanziehung. Vielleicht können wir da ja noch irgendwas verändern. Irgendwie schade, dass er unzufrieden ist und ich würde gerne wissen, warum er unzufrieden ist. Ist vielleicht ein bisschen früh mit dem ersten Kuss, oder? Händchen halten vielleicht? Okay, das ging jetzt von Ihnen aus. Okay, das war jetzt auch der erste Kuss. Wir können auch zusammen schwimmen gehen. Lass uns zusammen schwimmen gehen.
Dann können wir heute auch, wir hatten lange keine Beziehungs mehr Problem lösen. Kommst du mit, Johnny? Johnny kommt nicht mit, das ist ein Problem. Warte mal, wo könnt ihr, können wir noch mal hier zusammen gehen, zusammen hier und schwimmen? Jetzt kommt er mit. Habe ich dir echt dieses Tattoo gegeben? Ich meine, ich habe dich umgestylt, ich muss es dir gegeben haben, aber wieso habe ich dir dieses Tattoo gegeben? Ah. Ich habe ihm anscheinend dieses Tattoo gegeben. Das sieht hier irgendwie auch recht fancy aus. Hier hätten wir auch einfach so ein Chill-Area. Und hier sind doch richtig viele Sims. Das finde ich richtig nice. Man konnte doch die Sims auch im Wasser küssen, oder? Ach, ihr habt euren ersten Kuss jetzt noch nicht erlebt, aber eigentlich ja schon. Vielleicht können wir sie deswegen nicht im Wasser küssen, weil wir den ersten Kuss noch nicht hatten. Ja, dann müsst ihr doch nochmal aus dem Wasser rausgehen. Aber voll cool, dass hier so viele Sims da sind, die einfach auch mitschwimmen. Ich meine, vielleicht fühlt er sich ja irgendwann auch stark angezogen. Das wäre ja zumindest schon mal ein ganz guter Anfang. Okay, es ist akzeptabel, aber sie ist sehr zufrieden. Ich glaube, wir bauen das langsam wieder auf. Ich weiß nicht, was so das Problem war, warum das bei ihm so krass runtergegangen ist, aber es baut sich langsam wieder auf. Das ist schon mal ganz gut. Können auf jeden Fall ein Kompliment über das Aussehen machen. Ah, doch, guck mal, da war es doch im Wasser küssen. Jetzt ist es wieder weg. Ich weiß nicht, warum das teilweise bei ihm so runtergeht. Kann ja mal gestehen, uns an, oder Leona kann ja mal gestehen, dass sie sich angezogen fühlt. Nach einer Beziehung frage ich ihn aber nicht. Das kann er da machen, wenn er das möchte. In der freien Natur rumknutschen, was ist das denn? Das muss ich mir angucken. Außer wieder außerhalb des Wassers. Ich finde das im Wasser eigentlich ganz süß, aber. Ah, okay, gut, das ist einfach. Okay, das sieht hier tatsächlich so ein bisschen, wie du seine Nase so halb auf ist. Ich weiß ja nicht. Ja. Ich meine, sobald, solange es den beiden gefällt. Aber wir haben schon eine sehr, 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 sehr gute Beziehung. Also eine sehr, sehr gute Verabredung. So, warte mal, können wir uns das jetzt nochmal ein bisschen auf geradenem Boden angucken? Okay. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir bis Sonntag in eine Beziehung mit ihm kommen, weil ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ach, hier war das. Ach, er findet Flirten einfach unattraktiv. Okay. Das heißt, wir sollten nicht mit ihm flirten. Weil er das halt einfach nicht mag. Ist natürlich ein bisschen anstrengend. Aber okay. Er mag es einfach nicht zu flirten. Sind beide sehr zufrieden in ihrer Beziehung. Das ist doch schon mal gut. Kann ja mal gestehen, uns angezogen zu fühlen. Oh, Jona kann nun Umgebungen nach möglichen Romanzen absuchen. Lol. Ah nein, komm, das machen wir jetzt nicht. Also zumindest nicht, solange er in der Nähe ist. Das können wir mal irgendwann machen, wenn er nicht dabei ist. Ich weiß nicht, ob das eifersüchtig macht. Wir haben noch einen guten Sim jetzt gefunden. Das ist doch wunderbar. Und wenn wir jetzt noch eine schöne Beziehung eingehen, dann wäre das nochmal um einiges besser. Ich finde, der heutige Tag war schon mal sehr erfolgreich. Arbeitstechnisch haben wir nichts gemacht, aber das ist okay. Okay, wir dürfen nicht mit denen flirten. Wir können ihn aber bitten, verführerisch zu tanzen. Das sieht so bescheuert aus. Weiß ich jetzt ja nicht. Okay, das war doch ganz nett. Gehst du jetzt einfach und lässt mich hier stehen? Okay, gut. Dann würde ich sagen, mache ich für heute Schluss. Ich verabschiede mich an der Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Das lief doch eigentlich ganz gut, oder? Also es war doch jetzt ein Erfolg zum Ende. Wir haben jetzt endlich einen Sim gefunden, den wir sehr, oder den Leona sehr anziehend findet. Gut, er findet sie jetzt nicht sehr anziehend, sondern nur anziehend. Aber das kann man ja vielleicht im Laufe der Beziehung noch ändern. Und ich würde sagen, dann nehmen wir erstmal Johnny und schauen mal, wie sich das dann noch so im Laufe der Zeit entwickeln wird. Aber mit ihnen die nächsten paar Folgen in eine Beziehung zu gehen, ist, denke ich, nicht verkehrt. Okay, gut. Weil wir müssen ja noch heiraten, bevor sie erwachsen wird. Ich meine, da haben wir noch Zeit, aber wäre nicht verkehrt, wenn wir vielleicht in ihrem jungen Erwachsenenalter schon das erste Kind kriegen würden, weil sie soll ja
mindestens zwei Kinder kriegen. Genau, okay. Und dann können wir die vielleicht ein bisschen auseinander machen, weil ich finde, zwei kleine Kinder sind immer so extrem stressig. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.